Ja, geil. Das ist schon nicht einfach der Hammer. Möchtest du eigentlich einen Grana? Ich muss da noch fahren. Achso. Nein, Scheiß. Falsch, falsch, falsch. Ja, das ist immer tragisch. Läuft das schon? Oh. Ist auf, schnell. Ja. Liebe Leute, ich entertaine euch in der Zeit. Herzlich willkommen zum Videoblog Nummer 31. Ich weiß, das klang jetzt gerade wie mein Krokodil hat Fieber. Wir sind, wo sind wir gewesen? Bei den Toten Hosen. Schon wieder? Schon wieder. Echt? Zum fünften Mal dieses Jahr. Unglaublich. Sind wir eigentlich bekloppt? Das war eine rhetorische Frage. Wieder in Dortmund? Genau, in der Westfalenhalle 1. Diesmal mit Special Guests. Special Guests, genau. Special Guest Matthias war wieder dabei. Ist aber schon gegangen. Er wollte uns noch ein bisschen Christstollen da gelassen. Danke dafür. Vor allem Original Dresdner. Das hat er toll gemacht. Tut wieder bei mir das Herz auf. Genau. Zum Konzert an sich. Wir waren ja am Tag vorher auch schon in Dortmund. Da haben wir es in die erste Welle geschafft. Hast du auch schon abgemacht? Nee, das Bändchen habe ich noch da. Er hat rosa Bändchen. Ne? Gestern hat es leider nicht geklappt. Ja. Obwohl wir auch früh da waren und uns in den richtigen Regen gestellt haben. Was für ein Regen. Ich habe auch ein echtes Kratzen im Hals. Ich glaube auch, dass es vom Regen her vom Krölen, oder? Nee, das ist so ein bisschen wund. Das ist wie wenn ich Death Metal versuche, um meine Nachbarn auszuschalten. Ah, ja, okay. Kommt vielleicht auch vom Krölen. Ja, was kann man dazu sagen? Also, es war gestern irgendwie noch eine Spur geiler. Ja. Obwohl wir nicht in der ersten, also vor der ersten Welle waren sozusagen, aber es war stimmungstechnisch. Und zwischendurch einen gemütlichen kleinen Moschpit, so klein waren einen schönen großen Moschpit, genau. mit netten Leuten, die auch wussten, was sie taten, gesucht. Ich fand nicht, das war am Vortag vorne nicht so, nein. Nicht so der Fall. Wobei wir das ja auch nicht so akribisch betrieben haben, weil es halt ein bisschen doof war. Ist auch spannend. Aber okay. Aber ich hab ja gesagt, beim ersten Konzert war so dicke außer Kontrolle, gestern eher dicke unter Kontrolle. Ja, genau. Und weniger Füße, genau. Genau. Was mich sehr beeindruckt hat, war, dass ein schmächtiger, also zwar durchtrainierter, aber schmächtiger Typ so einen wirklichen Brocken auf die Schultern genommen hat und seinen Kumpel da getragen hat. Und fast das komplette Lied, ne? Der hat das komplette Lied geschafft. Komplette der sah auch sehr angestrengt aus. Ja, aber Respekt. Sehr Respekt, also. Doch, das kommt schon ganz nah an die Rollstuhlfahrer-Gang dran. Ja, also die Toten Hosen-Fans kommen heutzutage auch schon mit Rollatoren zu den Konzerten. Ich hätte also. Gut, das kann natürlich immer mal vorkommen. Ja, aber ich wusste nicht. Eine gut 30 Jahre Bandjubiläum. Es gibt sicherlich ein paar Rentner. Aber dass es so schon gekommen ist. Ja, also es waren Rentner im Rollator. und ich, also die Jüngeren, die trifft man natürlich auch mal. Klar, ist ja auch immer wirklich cool. Ja. Aber es ist doch auch schön, wenn in die älteren Herrschaften. Mehr Generationen werden, ne? Das ist ja eine absolute Mehrgenerationen-Band. Genau. Wo wir so mittlerweile in der mittleren Generation sind. Oh Gott. Ja, das tut mir leid. Nee, von der Setlist gestern, ich fand, sie haben es doch durchgemischt gegenüber dem Vortag. Ziemlich. Doch. Sascha kam relativ früh in der Setlist. Hat mich persönlich gefreut. Bei Alles wird vorübergehen. Andi und Campi weit ins Publikum gegangen. Ja, bis zur ersten Welle. Am ersten Wellenbrecher standen sie dann und haben es da gespielt. Alle mussten sitzen, genau, sehr cool. Und was war für dich noch Highlight so von der Setlist? Ja, Reisefieber. Hör ich viel zu gerne live. Ja, genau. Auch Opel Gang wurde wieder rausgekommen. Also Opel Gang war natürlich auch scharf. Die beiden alten Kracher. Auld Lang Syne haben sie zumindest gemacht als Weihnachtslied. Also nur ein Weihnachtslied diesmal, aber... War ja auch passend, da haben sie sich ein bisschen andere Lieder mal. Weihnachten ist ja vorbei, genau. Ja, eigentlich so gutes. Also. All die ganzen Jahre haben sie nicht gespielt. Fällt mir jetzt so an, ne? Da hast du recht. Aber gut, dafür Sascha ist doch auch okay. Also zusammenfassend muss ich sagen, auf allen vier Konzerten, oder nehmen wir Rock im Park ruhig noch dazu, auf allen fünf, habe ich so ziemlich alle Lieder gehört, die ich hören wollte. Ich bin also zufrieden. Und es hat nur fünf Konzerte gedauert. Ja. Wie war es bei dir? Ich war auch zufrieden. Also, warum auch nicht? Ich finde es schön. Also, man merkt schon, wenn man schon ein paar Jährchen bei den Toten Hosen mit dabei ist, man hat irgendwie schon langsam so alle Lieder mal gehört. So auch, ne? Und das ist immer toll. Es ist eigentlich immer Partystimmung dort. Und also, ich meine, die spielen dann 2 Stunden, ne?
ich vorhin habe ich gelesen, nur früher habt ihr aber länger gespielt, kam mir jetzt nicht wirklich so also vor, weil zwei Stunden im Moshpit, dann bist du eigentlich auch schon ziemlich gar und die geben ja auch ordentlich Gas, also von daher. Also ist ja nicht wie bei den Ärzten, dass da noch voll gequatscht wird. Übrigens, schicker Polo war heute. Vielleicht ein Highlight noch. You'll Never Walk Alone, letztes Lied, wie immer, dachten wir. Aber es war ja wirklich richtig Stimmung in der Hütte, gefühlt auch mehr als am Vortag. Weiß man aber auch nicht, ob wir es einfach nur besser mitbekommen haben. Naja, jedenfalls sind die Hosen nochmal rausgekommen und haben ein Lied gespielt, was ja auch tatsächlich noch fehlte, was sie immer gemacht haben. Dieses Jahr, Liebeslied. Noch als letztes mit Publikumsbeteiligung. Aber ohne Pause. aber ohne das. Kuddel musste raus. Kuddel musste raus. Das Klischee-Zeugs vorne weg. Da singen wir in Bochum besser. Ja, genau. Also, ja. Runde Sache. 31. Videoblog in diesem Jahr. Wir haben uns ja dieses Jahr erst gegründet. Also im Mai sogar erst gegründet. Ende Mai, 25. Ende Mai. War das erste Ärztekonzert. Ja. Ja, wir sind zwar vorher schon, hoffe ich, auf Konzerten zusammen gewesen. Aber mit dieser Idee fingen wir nach dem Ärztekonzert in Oberhausen an. Ja. Da war das Block 2 Minuten. Genau, ich was ist passiert in der Zwischenzeit? Na, ach, ja, was war denn so dein Highlight in diesem Jahr? Meine Highlights ganz klar, die Festivals und die Ärzte in Dresden. Ja, ich komme immer noch drüber weg. Ne? Willst du Sachsen richtig rocken, steck die Hosen in die Socken. Das wird mein Leitspruch des Lebens. Ne? Das, ja, ich kann es bestätigen. Ja. Und ganz klar, also, eigentlich waren alle Konzerte, es gab jetzt nichts, war jetzt kein Scheißkonzert dabei, also. Wo man sagen, okay, die waren grottenschlecht oder irgendwie auch. Ja, Kraftklub war wunderbar, so dieses Jahr sehr überrascht, auch von der Dynamik her und so. Ja, haben schon gut Gas gegeben. Also für mich und auch auf jeden Fall Festivals. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass mal die Ärzte und die Hosen in einem Jahr eine komplette Tour machen. Also ich glaube, das war auch sehr entscheidend, warum wir überhaupt so viele Konzerte mitgemacht warum haben. Warum es etwas ausgeartet ist. Ne? Wir haben es ja letztes Jahr im Winter, ich kann mich noch erinnern, gesagt, nächstes Jahr sehen wir die Big Three live, also die Beatsteaks auch noch. Hätten es ja zweimal werden sollen, aber klar, man weiß es, der Unfall ist ja zum Glück soweit überstanden jetzt. Ja, genau. Aber einmal beim Area, was übrigens auch eins der geilsten Konzerte auf jeden Fall war, das Beatsteaks-Konzert beim Area 4. Für mich klar, auch die Festivals, eigentlich alle Hosen- und alle Ärzte-Konzerte, immer richtig super. Genau. Und wir waren beim letzten Area 4 Festival mit dabei. Was für eine Ehre. Genau, ein trauriges Wort zum Abschluss. Das Area 4 Festival wird es nicht mehr geben nächstes Jahr. Also hat uns schon hart getroffen und die Nachrichten werden natürlich noch trauriger. Karl und ich haben uns jetzt länger unterhalten über Weihnachten und wie gesagt, das war wirklich etwas exzessiv dieses Jahr, was das Finanzielle, das Reisen und so weiter betrifft. Sowas von Pleite. Und auch mit den Blogs hat das etwas überhand genommen, weswegen wir uns halt entschieden haben, uns aufzulösen sozusagen. Das ist also unser letztes Blog. Wir werden sicher nochmal auf das ein oder andere Konzert gehen, aber werden das dann still hinterher genießen bei einem guten Glas Rotwein. Genau, werden uns jetzt auf unsere Musikkarriere konzentrieren. Genau, von daher, wenn wir gut sind oder werden, werdet ihr wieder was von uns hören. Ansonsten bedanken wir uns bei euch für die Treue in diesem Jahr. Bei den Leuten, die wir dieses Jahr neu kennengelernt haben. Ja, Marion. Lisa. Jenny war ja auch noch mit dabei. Ja, genau. Und den ganzen Rest, den wir vielleicht jetzt vergessen haben sollten. Genau, also es hat uns sehr gefreut, dass ihr die Vlogs immer angeguckt habt, geliked und kommentiert habt. Seid nicht allzu traurig. Ja, in diesem Sinne, das ist Kamerakind Karl, der heute vor der Kamera sitzen durfte. Ich bin Willi, will's wissen. Auf Wiedersehen.
Offside? Ja. Krass. Ich bin ja echt Rammstein. Geil. Und NoFX sind auch wieder dabei. Oh, nee, oder? Krass. Ey, guck mal, das Mainstream dieses Jahr. In Flames. Boah, ey, da muss ich hin. Ey, guck mal, wer noch kommt. Ben. Anti-Flag. Das war so geil dieses Jahr. Aber ob Matthias mitkommen will? Der kommt alleine wegen Boys Heads Fire mit. Ah, geil. Verdammt nochmal. Was sehe ich da? Ärzte gehen auch nochmal auf Tour. Geil, das ist sogar in der Nähe von Stuttgart. Ärztivils. Ärztivils. Boah. Ja, und wo sind die in Dresden mal ja auch noch? Ach, wir wollten ja sowieso mal zusammen nach Dresden. Ja. Am Elbufer. Wahnsinn. Ey, guck mal da, Bad Religion in Stuttgart. Der Hammer. Der Hammer.